Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runaway. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, ja, am Anfang von Kapitel 4. Und das sind die Orte, wo wir hingehen können. Und als kleine Information noch, bis jetzt sind wir ja in jedem Kapitel, wo wir hingegangen sind, in einen neuen Ort gekommen. Also zuerst war es ja das Krankenhaus, dann das Museum. Verdammtes Bergwerk. Es hat Gina umgebracht. Gerade Und jetzt, dann als ich eben die anfing, sie. Wüste. Besser, ich denke nicht daran. Und jetzt sind wir eben in Ich muss Douglasville mich und das wird der konzentrieren, letzte Ort dieses sein, an dem Ausgerätsel zu wir lösen. Ich gelangen. schulde es Gina. Das heißt, hier werden sich, glaube ich, ein oder zwei Kapitel Wenn noch ich den Felsen abspielen vom Eingang bewegen vor dem könnte, Ende. würde ich gewiss das Hopi-Dorf durch das Bergwerk erreichen. Ja, Giant. Brian hat den Stein hier entdeckt. Den müssen wir irgendwie verschieben. Und dann können wir zum Hopi-Dorf gelangen durch die Minen. Und ja, wie wir das schaffen, das sage ich euch dann, aber das dauert noch ein bisschen. Hier haben wir eine Kanne, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, das könnte eine Ölkanne sein. Sie ist etwas schwer, aber ich kann sie vielleicht gebrauchen. Jo, jetzt haben wir eine Ölkanne. Und mehr gibt's, glaube ich, hier auch nicht. Das heißt, wir hauen wieder ab. Und, jo, gehen wir mal hier hin. Und was haben wir denn da? Das Haus ist mexikanischen Stils. Vor der Tür steht ein Riese. Ich weiß nicht. Er scheint aufzupassen. Andererseits scheint er ein sympathischer Bursche zu sein. Ich gehe mal hin und sehe, ob ich Hilfe bekommen kann. Oh ja. Hey Junge! Was machst du hier in der Gegend? Was willst du von Mama Dorita? Mama Dorita? Nichts. Ich suche die Ruinen eines Indianerdorfes. Ich weiß, dass es sich in dieser Gegend befindet. Übrigens. Ich heiße Brian. Ein Indianerdorf? Ja, ein Hopi-Dorf, um genau zu sein. Hier in der Gegend sind die Ruinen von Douglasville. Und einer der Bewohner sieht aus wie ein Hippie. Nein, nein, da war ich schon. Douglasville ist nicht das Dorf, das ich suche. Aber trotzdem, danke. Ich habe noch nie von einem Den anderen Hippie, den er meint, verlassenen den werden Dorf wir in der später noch Region gehört, begegnen. mein Freund. Glaubst du, dass Mama Dorita mir helfen könnte? Es tut mir leid, aber das bezweifle ich. Mama Dorita löst Probleme anderer Art. Probleme anderer Art? Ja, sie steht in Verbindung mit der anderen Seite. Mit der anderen Seite? Du meinst, dass sie mit den Toten redet, oder wie? Genau das. Sie beherrscht die Voodoo-Kunst, den Spiritismus und die Geister. Außerdem ist sie eine Sie Heilerin. beherrscht Ich würde also die sie trotzdem Geister, gern alles besuchen. klar. Vielleicht kann sie mir bei der Sache mit dem Dorf doch helfen. Es geht nicht. Mama Dorita ist nicht zu sprechen. Such dir einen guten Archäologen, mein Freund. Tja, er kann uns anscheinend nicht weiterhelfen. Und ja, dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt, kann man ja gleich sehen an dem Kopf hier, an dem Kopf hier, an dem Kopf hier. Naja. Hier ist ein Brunnen, aber da können wir nichts machen. Aber hier ist ein Stein, den können wir mitnehmen. Der wird uns sogar sehr nützlich. Er ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ein Loch in der Mitte. Wie bei einem Kranzkuchen. Ist gut. Er gefällt mir. Jeder würde sagen, dass er ein Kunstwerk ist und nicht ein einfacher Stein, den man irgendwo auf dem Boden gefunden hat. Also, Brian labert Scheiße die ganze Zeit, das gibt's gar nicht. Ja, jetzt geh halt zu ihm hin, oder? Gut, ja, weil hier habe ich noch die Schüssel vergessen. Die nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, wozu es dient. Vielleicht hat Mama Dorita eine Katze. Das ist ihr Näpfchen. Das könnte nützlich sein. Scheißegal, nimm's einfach mit. Es ist aus Ton. Und ich würde alles darauf wetten, dass es handgemacht ist. Ja, schön für dich. So, wir können noch kurz mit ihm quatschen. Freund. Aber viel wird er uns nicht zu sagen haben. Sprich, mein Junge. Das können wir vergessen. Das Ich hier ist sehe, dass du interessant. Kaugummi magst. Du hast immer eins im Mund. Das ist kein Kaugummi. Sondern Menthol-Kautabak. Den mag ich. Weißt du, er hilft mir, die Zeit zu vertreiben, während ich hier stehe. Tja, der hat auch nichts zu tun. Ja, das ist ganz interessant, nur das wird ein längerer Was Dialog. hast du gemacht, bevor du bei Mama Dorita gearbeitet hast?
Ich mag mich nicht an mein altes Leben erinnern. Ich kann dir nur sagen, dass ich auf viele Dinge, die ich getan habe, nicht gerade stolz bin. Zum Glück trat Mama Dorita in mein Leben, gab ihm einen Sinn und sorgte für Licht im Dunkel. In meinem neuen Leben habe ich jetzt keine andere Aufgabe, als Mama Dorita zu dienen. Naja, also, gut, was der wohl gemacht hat früher, in Ordnung. Kann man sich, glaube ich, denken. Er ist einen Kopf größer als Brian, doppelt so dick, hat ein Piercing am Bauch und ein Mama-Tattoo am Arm, ja. Naja, also, hier können wir nichts weiter machen, deswegen verschwinden wir. Und jo, ich habe euch ja gesagt, das vierte Kapitel wird spannend und außergewöhnlich. Und ja, ihr werdet gleich sehen, was ich gemeint habe, denn wir gehen jetzt zu dem Krater hier. Wahnsinn, der Krater ist ja riesig. Wie schön, da unten am Kraterrand zeltet jemand. Ich steige mal hinab und sehe nach, wer das ist. Hallo? Ah, mein Freund. Hallo. Tja, habe ich zu viel versprochen? Keine Chance, ich kann Sie nicht dazu bringen, das Tor zu öffnen. Sie? Wer sind Sie? Na, Sie? Du weißt schon, die Außerirdischen. Klar. Etwas anderes. Wer bist du und was machst du hier? Suchst du auch nach ihnen? Nein, und nochmals nein. Ich heiße Brian, und was ich suche, ist ein uraltes Indianerdorf. Brian? Weißt du, was der Name bedeutet? Eigentlich nicht. Also, was bedeutet er? Keine Ahnung, aber ich heiße Joshua, und der Name bedeutet Befreiung. Das und in gibt welcher Sprache? Oder? Ja, klar. Das ist sehr interessant. Ich weiß. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke... Ja, wahrscheinlich schicken sie dich her, um mir zu helfen, die Kontaktmaschine in Gang zu setzen. Ehrlich, mein Freund, mich hat niemand geschickt. Dass es dir nicht bewusst ist, bedeutet nicht, dass sie dich nicht geschickt haben. Entweder irre ich mich gewaltig oder vor einigen Tagen hättest du nicht daran gedacht, dass du heute am Fuße dieses Kraters stehen wirst, nicht wahr? Gut, das ist wahr. Aber es hat nichts damit... Aha, es ist also wahr. Siehst du, das ist ihre Art, so machen sie das. Man sollte darüber nachdenken, nicht? Tja, also, das ist Joshua. Er hat nur einen Schuh, komische Hosen und einen Helm. Ja, der ist sehr interessant. Das hier, falls man die Maus sehen kann, ist eine Kontaktmaschine. Sieht eher aus wie so eine riesige Disco-Rock-Pop-Musikanlage. Aber ja, wir quatschen mal mit ihm. Das können wir vergessen. Was hat dich zu diesem Krater verschlagen? Das ist kein gewöhnlicher Krater. Die Leute glauben aufs Wort, was ihnen diese unmöglichen Wissenschaftler erzählen. Dass der Krater aus einer Explosion stammt, die auf einen Meteoriteneinschlag von vor Abermillionen Jahren zurückzuführen ist. Ha, dummes Zeug. Ich kenne die Wahrheit. Der Krater stammt aus der Landung eines trantorianischen Raumschiffs. Ja. Dieser Typ hier... betet Außerirdische an aus Trantor. Naja, lass mich mal weiter quatschen. Über das, worüber du mit mir nach meiner Ankunft geredet hast. Ja, was denn? Du sagtest, du willst ein Tor öffnen. Was hast du damit gemeint? Das Dimensionstor, das die Erde mit Trantor verbinde. Das hatten sie vor, als sie mit ihrem Raumschiff hier landeten. Sie haben auf hunderten von Planeten im ganzen Universum Dimensionstore als Durchgänge angebracht. Und das Tor der Erde ist genau da angebracht worden. Extrasahne, nicht wahr? Oh ja, Extrasahne, wie er schon sagt. Eine Kontaktmaschine? Was ist das? Alles, was ich auf den Anhänger montiert habe, gehört dazu. Ich habe sie selbst gebaut und ihr den Namen Kontaktmaschine gegeben, weil ich mit ihr das Dimensionstor zu öffnen gedenke, um in physischen Kontakt mit den Trantorianern zu treten. Sie ist ein kosmischer Sender. Ach so, alles klar. Warum läuft deine Maschine nicht? Ist sie etwa kaputt? Ja, nachdem ich hier angekommen war und alles montiert hatte. Verdammtes Pech!
Ich hatte gerade ein paar Stunden gearbeitet, als mir die Energie ausging und die Maschine aufhörte zu laufen. Ich habe die Abdeckung des Laufrades entfernt und die Batterie, die alles antreibt, untersucht. Aber ich finde den Fehler nicht. Die Batterie scheint in Ordnung zu sein. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Teufel nochmal! Ich weiß nur, wenn sich das Laufrad nicht dreht, fließt kein Strom. Und ohne Strom ist die Maschine nichts weiter als ein Haufen Müll. Sie ist auch so nur ein Haufen Müll, aber scheißegal. Wie funktioniert die Maschine genau? Grundsätzlich ist die Maschine nichts weiter als ein Verstärker, der Laute in einer bestimmten Frequenz erzeugt. Sie verfügt über eine aus 7 Tasten bestehende Klaviatur. Die Tasten entsprechen den 7 Musiknoten. Durch meine telepathischen Kontakte habe ich erfahren, wie das Dimensionstor aktiviert wird. Man muss eine 5-Noten-Kombination auf einer Frequenz spielen, die mir mitgeteilt wurde. Ist das nicht stark? Ja, mega stark. Im Laufe des Spiels müssen wir dann die Melodie rausfinden und es wird nicht gerade leicht. Ich weiß die Lösung nicht, aber ich werde es einfach mal versuchen, aber bis dahin haben wir noch Zeit. Wozu dient das Lichtpanel hinter dir? Jedes Licht entspricht einer bestimmten Musiknote. Wenn die Note gespielt wird, brennt das entsprechende Licht. Dienen, regelrecht zu etwas dienen, tut dieses Lichtpanel eigentlich nicht. Streng genommen wird es nicht benötigt, um das Dimensionstor zu öffnen. Aber ich habe etwas Ähnliches in einem Film gesehen und es schien mir, dass die Kontaktmaschine damit richtig nett aussehen würde. Tja, ich weiß jetzt nicht, wie genau der Film heißt, aber ich weiß schon, was er meint und ich denke, ihr kennt den Film sicher auch, wo sie versuchen, mit den Außerirdischen in Kontakt zu treten und dann diese riesige Anzeigetafel erscheint und so. Lass uns also, das Thema wechseln. Ja, wieder soll eine ich kleine Anspielung auf einen Film. Nein, ist halt so nichts Besonderes. Runway. Ist egal. Ja. Ja. Wozu benutzt man das merkwürdige Ding, das du auf dem Kopf hast? Ein telepathischer Helm? Er vervielfacht, besser gesagt, potenziert telepathische Impulse. Dadurch wird die menschliche telepathische Fähigkeit 1000 oder 3000 Mal stärker. Ich benutze ihn, um mit Trantor zu kommunizieren. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man ihn aufhat. Du läufst Gefahr, verrückt zu werden, weil dir eine Menge diffuser Ideen durch den Kopf schießen. Es sind telepathische Nachrichten, die Tausende von Menschen ständig unbewusst senden. Glücklicherweise kann ich die telepathischen Nachrichten aus Trantor deutlich von den anderen unterscheiden. Nur deshalb bin ich nicht in Gefahr, verrückt zu werden. Ja, hat man ja gemerkt. Ich überlasse dich jetzt deinen Gedanken. Wir reden ein andermal weiter. Wie du möchtest, mein Freund. Völlig bei Verstand. Naja. Hauen wir mal ab. Ich glaube, hier gibt's nix. Nee, also wir können das Motorrad betrachten. Das ist eine Enduro, ein Geländemotorrad. Damit kann man überall durchfahren. Aber... Nein, ich kann Joshuas Motorrad nicht mitnehmen. Da steht starte Motorrad und er sagt, nein, ich kann's nicht mitnehmen. Naja. Ich weiß schon, was dem Motorrad fehlt, aber dazu müssen wir wieder nach Douglasville. So, jetzt sehen wir uns mal ein bisschen um. Im Hotel brauchen wir eigentlich nichts, weil jedes Mal, wenn wir ins Hotel gehen, wird Sushi uns abfangen und mit uns quatschen wollen. Aber mit dem Karren können wir was machen. Wozu? Wenn ich ein Pferd hätte, das den Karren zieht, könnte ich ihn als Transportmittel benutzen. Aber ich habe kein Pferd in der Nähe gesehen. Meine Fresse. Das muss ein Planwagen gewesen sein, da er eine Art Eisenbögen an den Kanten hat und noch weitere Bögen derselben Art auf beiden Seiten des Wagens. Ich vermute, dass man die Ware mit Riemen festgezurrt hat. So war sie während der Fahrt gesichert. Okay, ja, das wollte ich eigentlich nur wissen. Ich weiß nicht, aber ich glaube hier... Mal sehen. Dort am Ende sehe ich eine Gefängniszelle. Und ich kann es nicht glauben. Aber das ist... Ja, ich wollte sagen, hier können wir, glaube ich, auch reingehen. Eine Leiche? Unglaublich. Der Mann muss seit mehr als 100 Jahren hier drin verrotten. Ja, ihr könnt es euch ja schnell angucken. Da sieht man den Kopf. Wir werden später noch reingehen, aber wir haben jetzt den Schlüssel nicht. Den werden wir später finden. So, da können wir nicht rein. Schade eigentlich. Ich wäre gerne in den Schnapsladen gegangen. Aber in die Bank können wir, glaube ich, gehen. Von der Bank ist wirklich nicht mehr viel übrig. Jo. Ich sehe auch schon einen Gegenstand, der mich so nett anglotzt. Okay, als der entgleiste. Über